So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. Ich werde mal ganz kurz eine Einstellung machen. Und zwar werden wir unsere Kamera nach oben rechts hin verlegen, weil ich gemerkt habe, dass die Karte doch essentiell wichtiger ist als vermutet. Ja, ich muss die ganze Zeit auf die Karte schauen, wo ich hinlaufe. Deswegen, und oben rechts wird nicht sonderlich groß Wichtiges angezeigt. Deswegen, werden wir ab jetzt so spielen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Dann könnt ihr auch mal die Karte sehen und die ganzen Antwortmöglichkeiten in Gesprächen. Ich habe mir auch schon überlegt, die Kamera ganz auszustellen, aber so ist es, denke ich mal, ganz angenehm. Unten rechts wäre eventuell sogar besser. Jetzt könnt ihr nicht sehen, was ich auswähle. Ich mach mal unten rechts. So. So ist es doch besser für uns alle. So, Diptam kann ich herstellen. Was können wir hier machen? Nichts. Doch. Aber muss anders verlegt werden wahrscheinlich. Vielleicht können wir das drehen. Sprechen wir erstmal mit der Professorin. Ich bin bereit für die nächste Lektion, Professor. Also gut. Zuerst brauchen Sie etwas Mondstein. Mondstein können Sie außerhalb des Schlossgeländes sammeln. Sie können aber auch einfach Dinge hier im Raum der Wünsche verschwinden lassen. Kehren Sie zurück, wenn Sie genug haben. Dann beginnt Ihre Lektion. Ich habe den Mondstein, den Sie wollten, Professor. Gut, dann kann der Unterricht beginnen. Sie können nicht nur Tränkestation und Pflanzentische beschwören. Mit Beschwörungen können Sie diesen Raum nach Belieben dekorieren. Versuchen Sie es an der Wand und mit dem Boden. Okay. Beschwöre Wanddekoration. Wie konnte man nochmal beschwören? Na, jetzt sehe ich meine Zauber nicht mehr. Das ist echt anstrengend, Leute. Ich werde die Kamera, glaube ich, ausstellen für dieses Let's Play. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, weil egal, wo ich die Kamera hinstelle, überall kommt was Wichtiges. Deswegen, ich werde die, glaube ich, ganz ausstellen. So. Jetzt könnt ihr alles angenehmer begutachten. Ich hoffe, das ist für alle Beteiligten angenehmer. Wandgemälde. Wir nehmen mal die hier. Nee, der ist nicht schön. Wir nehmen den hier. No. Tun wir mal hier in die Mitte einen Teppich. Oder hier am Eingang. So. Stühle. Ja, warum nicht? Wir können uns hier vielleicht zwei Stühle hinstellen. So, was noch? Tisch haben wir auch.
So. Akio. Wie kann ich die jetzt verschieben? Ja, das kann ich glaube ich noch nicht. Okay. Wir reden mal wieder mit dir. Ich habe ein paar Fragen zu Beschwörungen, Professor. Ja. Ich kann mich nicht entscheiden. Was für Gegenstände soll ich beschwören? Das überlasse ich ganz Ihnen. Schließlich ist das Ihr Raum. Eine Ergänzung wie etwa ein Wandbehang oder Porträt könnte dem Raum eine eigene Note verleihen. Kann ich Beschworenes wieder entfernen? Natürlich. Und Sie kennen den Zauberspruch bereits. Evanesco. Wenn etwas verschwindet, steht Ihnen der Mondstein, mit dem Sie es beschworen haben, wieder zur Verfügung. Ich glaube, ich komme zurecht. Danke. Ich freue mich auf Ihre Arbeit. Okay. Also sollen wir jetzt mehr Sachen herstellen? Ja. Ja, wir können weitermachen. Ich bin mit dem Beschwören fertig. Was jetzt, Professor? Ich denke, Sie sind bereit für den Änderungszauber. Der Änderungszauber erlaubt es Ihnen, beschworene Gegenstände anzupassen. Sie können die Farben, Muster und Stile Ihrer Möbel ganz nach Ihrem Geschmack verändern. Fangen wir an. Passen Sie jetzt bitte genau auf, wie man den Änderungszauber durchführt. So, Änderungszauber. Änderungszauber haben wir gelernt. Oh, das können wir hinzufügen bei... Na, ist alles so wichtig. Ich muss mal eine dritte Reihe freischalten. Wir tun es jetzt erstmal statt Lumos rein. Das können wir nicht verändern. Das können wir auch noch nicht verändern. Wir können das hier verändern. So. Den Tisch machen wir mal in schwarz. Der kann dort bleiben. Irgendwas fehlt hier noch. Hier könnten wir was machen. Ändern Sie den Stil eines Gegenstands, ändern Sie die Größe eines Gegenstands. Die Größe? Warte mal. Größe ändern. Oha. Sollen wir so einen Minitisch da hinstellen? Und den Stil. Das haben Sie gut gemacht. Nun sind Sie größere Herausforderungen bereit. Sie können den Änderungszauber auch direkt auf den Raum anwenden. Gestalten Sie damit den Boden oder den Balkon um. Boah, das sieht krass aus. Ah, das hier ist gut. Botanischer Zentralboden. Dieser Raum könnte etwas mehr Ambiente vertragen, finden Sie nicht? Dick,
Wärst du so nett? Sehr gern, Professor Weasley. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt, Ihnen könnte das gefallen. Sprechen Sie mit Dick, wenn Sie soweit sind. Ja, wir sind soweit. Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an? Eine kühle, monddurchflutete Atmosphäre, natürlich und unverbunden, wäre schön. Dunkle, mysteriöse Räume finde ich am besten. Machen wir mal dunkel. Der Raum soll mysteriös und gruselig wirken. Als wäre ich im verbotenen Wald, umgeben von Schatten. Oh, hervorragend. Ja, das ist nice. Was für eine Veränderung. Natürlich müssen Sie diesen Stil nicht beibehalten. Sie können jederzeit Dick bitten, ihn zurückzuverwandeln. Jetzt haben Sie viel über Änderungszauber gelernt. Danke, Professor. Der Raum ist voller Möglichkeiten. Allerdings, egal wie oft ich hier bin, der Raum überrascht mich immer wieder aufs Neue. Okay, wohin geht's da runter? Okay. Ist ja eine richtige Villa geworden. Noch mehr Platz. Wie ist das passiert? Der Raum passt sich ihren Bedürfnissen an. Er muss gespürt haben, dass sie mehr Platz für Zauberübungen brauchen. Wenn sie den Raum noch weiter anpassen wollen, können sie das mit Zauberanweisungen. Sie finden mehr davon innerhalb und außerhalb der Schule. Danke, Professor. Ich halte die Augen offen. Gut. Der Raum gehört also Ihnen. Nutzen Sie ihn gut. Gut. Das hätten wir abgeschlossen. So schön im Gryffindor-Style. Schön, schön. Jo, was gibt's hier unten? Wir machen mal alles elektrisch. So, jetzt haben wir einen elektrischen Style hier überall. Cool.
Also. Ja. Fürs Erste war es das, glaube ich. Ich wollte fragen, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an? Vielleicht ein anderes Mal. Na, wir lassen das so. Wir können ihn jetzt immer wieder ansprechen, um das zu ändern. Bauen wir mal ein paar Heiltränke hier. Ich mach direkt noch eins, aber den werde ich nicht einsammeln. So, wir machen mal weiter. Muss mir mal die Aufträge anschauen. Also, wir müssen immer noch zu Professor Sharp. Beschaffe und teste einen Fokustrank. Beschaffe die Zaubertränke Maxima und Idurus und teste sie zeitgleich. Dafür müssen wir, glaube ich, nach Hogsmeade und uns ein paar Tränke kaufen. Karte von Hogsmeade. Pippins Zaubertränke, genau da müssen wir hin. Ja, ich würde sagen, wir teleportieren uns einfach daneben. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn ich helfen kann. Kann's helfen? Wie kann ich heute behilflich sein? Also, wir müssen... Was war das nochmal? Also, ich muss nochmal selber gucken. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich Idiot. Fokustrank müssen wir testen und Maxima und Edurus. Fokustrank Maxima und Edurus, okay. Also, kaufen. Wie kann ich heute behilflich sein? Maxima. Eine weise Fokus. Und Edurus. So, das hätten wir schon mal. Gut. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Bis bald. Jetzt können wir sie ausprobieren. Wunderbar. Also, das hätten wir dann auch erledigt. Dann
Können wir zum Professor zurück? Wo war der nochmal? Hier, Professor Sharps Aufgabe, da ist es. So. Professor Sharp, wie geht's? So, ich komme gut mit meinen Aufgaben voran. Bin fertig. Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Gut. Sie sollten jetzt Depulso lernen können. Mal sehen, wie Sie sich machen. Konzentration. Bleiben Sie bei der Sache. Boah, das war knapp. Den ersten habe ich verhauen. Jetzt haben Sie es. Depulso. Wenn Sie üben wollen, und das sollten Sie, dann nicht, indem Sie Klassenkameraden durch die Flure schleudern. Probieren Sie es doch an den verzauberten Büchern hier aus. Können wir gerne machen. Was macht es denn? Wehrt viele Arten von Objekten und Gegnern mit beachtlicher Kraft ab. Obwohl es keinen direkten Schaden bei Gegnern verursacht, können Gegner und Objekte gleichermaßen mit zerstörerischen Folgen aufeinander geschleudert werden. Auch nützlich zum Schieben und Drehen von Objekten für verschiedenste Zwecke. Interessant. Ist also so wie ein spartanischer Kick. ja gut, wo soll ich's reintun? So, machen wir das mal so rum und da tun wir dann Ivaneso weg, genau, das tun wir hier hin, okay. Depulso! Gut gemacht. Es freut mich, dass Sie fest entschlossen zu sein scheinen, die Zauberei zu meistern. Ja, danke. Gut, das hätten wir auch gelernt. Aufträge. Wir könnten uns mal um die Koboldsteine kümmern. Den Schatz finden. Bei dem Schatz weiß ich noch nicht ganz genau, wie ich das finden soll. Ich glaube, wir werden mal eine Nebenmission machen. Wir gehen nochmal zurück nach Hogsmeade und werden dem Getränkelieferanten helfen. Vielleicht verdienen wir ein bisschen was dadurch. Ja, hier in Hogsmeade haben wir auch noch einige Quests, die wir machen können. Noch sehr viel zu tun. Einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Na, weiß ich nicht. Gemeinschaftsraum? So Tränken haben wir alles, was das Schülerherz begehrt. Sehen Sie sich ruhig um. Hallo, Mr. Pippin.
Sie brauchen Hilfe bei einer Lieferung? Ja, in der Tat. Für jemanden, der so fähig ist wie Sie, sollte die Reise nach Keenbridge kein Problem sein. Es liegt südlich von Hogwarts. Was soll denn geliefert werden? Fatima Lawong hat ein paar Unsichtbarkeitstränke bestellt. Früher habe ich das selbst erledigt, aber in letzter Zeit nutzt Fatima jeden Anlass, um zu streiten. Sie beschwert sich unaufhörlich über die Qualität meiner Ware. Wie soll ich Qualität bieten, wenn sie so oft bestellt und mir keine Zeit zum Brauen lässt? Wenn Sie mir diese lästige Aufgabe abnehmen könnten, können Sie das Geld für die Lieferung an Fatima gern einbehalten. Ja. Ich helfe gerne bei der Lieferung. Können wir machen. Sie wissen gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin, wahrlich. Hier sind die von ihr bestellten Unsichtbarkeitstränke. Hoffentlich macht sie Ihnen nicht zu viel Ärger. Sie ist selbst eine talentierte Brauerin. Ich hätte sogar nichts dagegen, mal einen Blick in ihr Rezeptbuch zu werfen. Wahrscheinlich haben wir die Möglichkeit, ihr Rezeptbuch zu nehmen, werden wir aber nicht tun. Warum ist das so weit weg? Weltkarte. Oha, das ist ja... Da war ich noch nie. Ja gut, ne? Wir teleportieren uns mal hier nach Lower Hogsfield. Und von dort aus können wir mit dem Besen dann fliegen. Wie aus dem Märchen. Endlich sehe ich auch mal die Karte. Es war ständig meine Kamera davor. Am Anfang hat es mich nicht gestört, weil ich mir gedacht habe, so, okay, lieber erkunden. Aber es ist doch schon wichtig. Vor allem sieht man dann solche Dinge, wo du dann kurz absteigen kannst, Reverio machen kannst. So, und dann haben wir schon eine Sache mehr erledigt. Ups. Das wollte ich nicht. Die Steuerung ist noch gewöhnungsbedürftig. Ich muss mal ganz kurz auf die Karte schauen. Ich wollte nämlich diesen Punkt mitnehmen. Das sollte ich untersuchen. Muss absteigen wahrscheinlich. Gut. Haben wir hier so eine Zwischenstation dann? Das könnte ich sicher auch. Das ist echt cool, hier rumzufliegen und alles zu erkunden. Aber warum fliegen wir? Ah, warte. Wir müssen gar nicht zur gelben Markierung, sondern dorthin. Ich gewöhne mich irgendwie da, also ich bin immer von anderen Spielen gewohnt, dass man immer so auffälligen Markierungen folgt. Ist ja auch richtig, das ist ja die Hauptquest, aber wir machen ja gerade eine Nebenquest. Deswegen. Man kann auch sogar teilweise die Feinde auf der Karte sehen, das ist so hilfreich. Es ist wesentlich angenehmer, das Spiel ohne eine lästige Kamera zu spielen. Ich hoffe, es gefällt euch auch so besser. Wir schauen mal. Spätestens an den Aufrufzahlen wird man es dann später merken. Aber ich denke auch, dass es so angenehmer ist. Mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen wird. Dieser Pippin sollte längst hier sein. So, bin da. Madame Lewang, ich habe eine Lieferung von J. Pippins Zaubertränke. Ha! Schickt ein Kind vor, um seine Arbeit zu erledigen, was?
Er nimmt immer den einfachsten Weg, um es sich leicht zu machen. Mussten Sie die etwa auch für ihn brauen? Spielt keine Rolle. Sie können das vermutlich ohnehin besser als er. Warum bestellen Sie bei ihm, wenn Sie mit der Qualität nicht zufrieden sind? Anscheinend versuchen immer mehr meiner Kunden, sich vor mir zu verstecken. Ich verurteile das nicht. Sie wissen ja nicht, welchem Druck ich ausgesetzt bin, hochwertige Produkte zu liefern. Im Gegensatz zu anderen Verkäufern bemühe ich mich um zufriedene Kunden. Hier sind die angeforderten Zaubertränke. Glauben Sie, dass das so einfach ist? Ich weiß, dass Pippin seine Kunden ständig hinters Licht führen will. Er tut alles, um auf Kosten der Qualität einige Galleonen für sich zu sparen. Sie sehen keinen einzigen Knut, bis ich weiß, dass die Zaubertränke funktionieren. Trinken Sie! Klingt einfach. Das mache ich. Das hoffe ich doch. Edurus-Trank, Unsichtbarkeitstrank. Sie scheint zu wirken. Nun, ich vermute, das genügt. Wenn die Nachfrage nach Tränken so groß ist, wäre es da nicht einfacher, mit anderen zusammenzuarbeiten? Sie könnten ihre Rezepte und Fähigkeiten kombinieren. Ha! Keine Chance. Dieser Nichtsnutz hat seinen Laden geerbt. Wir anderen mussten unseren eigenen Weg gehen. Er soll nicht von meiner harten Arbeit und meinem Verstand profitieren. Wenn er scheitert, dann soll er nur. Sie erwähnten, dass immer mehr Kunden versuchen, sich zu verstecken. Warum eigentlich? Nun, ich kann nicht für alle sprechen, aber meine Erschwinderinnenkundschaft hat sicher ihre Gründe. Aber das würde ich an ihrer Stelle ganz schnell wieder vergessen. Ich lasse Mr. Pippin wissen, dass ich die Tränke wie gewünscht geliefert habe. Tun Sie das. Was verkaufen Sie hier? Wonach suchen wir heute? Eine gute Wahl. Genau, ich kaufe mal die Heiltränke. Danke für den Besuch. Ich weiß, kein Problem. So, bevor wir hier weggehen, ich sehe nämlich hier einige Sachen. Also erstmal holen wir hier den Schnellreisepunkt. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Dann hier ist Malvinkraut angebracht. So, hier ist zwar Malvinkraut, aber wo sind die Säulen? Hat das was mit dem Friedhof da zu tun? Nein, kann nicht sein. Wer hier wohl wohnt? Ja, das ist jetzt eine sehr gute Frage, was man hier machen muss, um das zu triggern. Revelio. Warum ist diese Wohnung schief? Das sieht ja voll komisch aus. Wer will schon da dran erleben? Die hat einfach eine schiefe Wohnung. Revelio. Aha. Ich glaube, wir haben es gefunden. Aber wo muss das rein? Das muss ja dann irgendwo
irgendwo hinein. Also da das da hier so ein Balken ist, nehme ich mal an, das muss dann hier raus. Vielleicht dann da. Ah, okay. Ach hier. Ah, warte mal. Wir könnten ja unsere neue Fähigkeit mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es hier drauf muss, aber ich probiere es. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Es leuchtet zwar lila, aber ich glaube nicht, dass es richtig ist. Irgendwas ist falsch dran. Ich muss mich mal nach einem Platz umsehen, wo das reinpassen könnte. Vielleicht hier irgendwo. Komisch. Oder über die Brücke. Oh, wo ist der Stein jetzt wieder hin? Ist er wieder drüben? Ja, der ist wieder drüben. Sehr komisch. Ja gut. Wir machen ja eine kurze Folgenpause. Vielleicht finde ich das während der Pause, wo es reinkommt, und dann können wir weitermachen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Outreihe.